Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, die Vorredner haben es erwähnt, wir haben genau vor 3 Monaten am 24. März hier die erste Aussprache zum Ausbruch des Coronavirus im Landtag geführt. Und ja, Herr Kollege Löttgen, ich habe damals für meine Fraktion, Sie haben meine Rede in guter Erinnerung, unsere konstruktive und kritische Mitarbeit als Opposition bei der Bewältigung der Krise, bei dieser historischen Krise erklärt. Und wissen Sie was, Herr Kollege, wir haben diese Ankündigung auch umgesetzt, etwa beim 25 Milliarden Rettungsschirm für die Folgen der Pandemie. Da haben wir auf parteipolitische Profilierung verzichtet und in einem Kraftakt hier innerhalb eines Tages diesen Rettungsschirm beschlossen. Wir haben staatspolitische Verantwortung übernommen, als Sie hier ein schludriges, um es vorsichtig zu sagen, einen schludrigen Gesetzentwurf zum Pandemiegesetz vorgelegt haben. Und wir haben uns mit Ihnen zusammengesetzt, haben Änderungsvorschläge eingebracht, haben Anhörungen gemacht, haben Vorschläge gemacht, wie man das Gesetz verbessern kann. Und ich glaube, Sie haben da irgendwie eine Amnesie. Wir haben hier im Landtag zusammengesessen und am Ende ja auch ein gemeinsames, verfassungskonformes Gesetz hier beschlossen, nach einer Diskussion. Ja, das nenne ich konstruktiv-kritische Mitarbeit und Verantwortungsübernahme dieser Opposition und meiner Fraktion. Sie, Herr Ministerpräsident und Herr Löttgen, vor allen Dingen Sie, Herr Ministerpräsident, haben Ihre Ankündigung eines gemeinsamen Vorgehens nicht eingehalten. Nicht gegenüber uns, nicht gegenüber den Kommunen, die meistens freitags nachmittags oder abends einen Erlass bekamen, den sie am nächsten Tag umsetzen sollten. Nicht gegenüber den Schulen, denen sie täglich mit Schulmails in eine komplette Verunsicherung gestürzt haben. Nein, Sie haben Ihre Ankündigung eines gemeinsamen, koordinierten und kooperativen Vorgehens nicht eingehalten. Leider mussten wir in den letzten Monaten einen Ministerpräsidenten erleben, der ohne erkennbaren Kompass durch diese Krise getaumelt ist und das Land eben nicht konsequent, weitsichtig und vor allen Dingen auch lernend gesteuert hat. Da hilft Ihnen, Herr Ministerpräsident, Ihr tapferer Prätorianer Bodo Löttgen hier auch nichts mehr, wenn Sie sich da mal Ihre Umfragewerte und die Kommentarlage von heute angucken. Herr Löttgen, und gegen diese Rückmeldungen aus den Umfragen, und schauen Sie sich doch da mal heute in den Medien von FAZ bis TAZ, wie auch immer die ganze Medienlandschaft hier an, wie Sie Ihr Krisenmanagement kommentieren, da hilft eben auch nicht Aggressivität, Beleidigungen des politischen Mitbewerbers oder dann auch mal Ablenkungsmanöver in einer Unterrichtung zur Corona-Krise über Rassismus zu sprechen und alte Gräben wieder aufzureißen und Dinge zu unterstellen, die wir nie gesagt haben. Das hilft alles nichts. Und diese Ablenkungsmanöver, Herr Löttgen, die funktionieren am Ende auch nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Versuchen wir es mal jenseits von Beleidigungen hier und Aggressivität noch mal mit Sachdebatte. Schauen wir auf das Krisenmanagement dieser Landesregierung. Wir haben in Phase 1 zu Beginn der Krise einen Ministerpräsidenten als Zauderer erlebt. Immer war er etwas hinter der Lage, um es genauer zu sagen, hinter Markus Söder. Und Sie waren, Herr Laschet, da der klassische Zu-spät-Kommer. Ich kann Ihnen da auch Beispiele zu nehmen. Beispiel Restaurantschließungen. In Köln wurden sie geschlossen, in Düsseldorf noch nicht, in Münster wurde es angekündigt. Alle riefen nach dem Land. Und erst als, genauso im Übrigen wie bei der Maskenpflicht, erst als im Land Flickenteppiche in der kommunalen Landschaft sich ausgebreitet hat, erst dann kamen die landesweiten Regelungen hinterher, als die Kommunen schon vorangeschritten waren. Und wie gesagt, meistens freitags abends und am Samstag hatte das alles umgesetzt werden müssen. Darüber haben sich ja die kommunalen Spitzenverbände bei Ihnen auch nicht nur einmal bitter beklagt. Nach der Phase des Zauderers kam in Phase 2, um dieses Image dann mal abzulehnen, die Phase des Mahners. Und ab dann ging das Zitat über die Ticker, es geht jetzt um Leben und Tod. Danach, nach der Mahnerphase, kam wieder eine plötzliche Wende, nämlich Herr Laschet erfand sich einmal neu. Er war jetzt Mr. Exit in Phase 3. Er wollte offenbar endlich mal die Nase vorn haben und sie setzten sich mir nichts, dir nichts an die Spitze
der Lockerungspropagandisten und wahrscheinlich sollte das auch hier zur Kanzlerkandidatur führen. Aber die Alleingänge unter den Ländern, die Sie dann vorgenommen haben, haben Ihnen auch nicht zur Profilgewinnung geholfen, etwa als die Öffnung von Möbelhäusern verkündet wurde, aber die Spielplätze immer noch geschlossen blieben. Verstanden hat das spätestens jetzt niemand mehr in der Bevölkerung diesen Schlingerkurs. Dann die verunglückte PR-Show am Tag der Plenarsitzung mit dem Virologen Hendrik Streeck, den Sie als Kronzeugen für die Lockerungsstrategie mit wenig aussagekräftigen, schnell zusammengeschriebenen, in der Nacht noch zusammengeschriebenen Zwischenergebnissen einer Studie vor die Kameras stellten, weil Sie jemanden brauchten, der Ihre Lockerungsstrategie hier untermauerte. Und besonders der chaotische Prozess der Schulöffnungen. Zu Recht, Frau Gebauer, rief dieser Prozess den Unmut von eigentlich fast allen Beteiligten hervor. Von Schulträgern, Schülerinnen, Schülern, Lehrpersonal. Denn sie bombardierten die Schulen fast täglich mit neuen Schulmails. Manchmal sogar zwei am Tag, wo dann abends die Schulmail von morgens wieder vom Ministerpräsidenten zurückgeholt wurden. Sie ließen den Schulen kaum Zeit für die Vorbereitung. Bereits entwickelte Konzepte mussten über Nacht wieder über den Haufen geworfen werden. Ihr Prinzip, Frau Ministerin, war das Prinzip Hoffnung. Wird schon irgendwie klappen. Es war nicht das Herangehen, dass erst nach gründlicher Vorbereitung und Vergewisserung, dass die Voraussetzungen für die Lockerung auch überall umsetzbar waren, dass danach erst die Lockerungen verkündet wurden. Und dies ist ein grüner, ein roter, ein schwarzer, wie auch immer. Es ist der Faden Ihres Krisenmanagements, Herr Ministerpräsident. Erst ankündigen und dann gucken, wie andere die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Lockerungen auch umgesetzt werden können. Und genau umgekehrt hätten Sie es machen müssen. Erst die Voraussetzungen schaffen, erst Schulträger und erst die Kommunen vorbereiten, mit ihnen in den Dialog treten. Und dann, wenn alle Hygienestandards und Konzepte vor Ort da sind, dann kann man an die Lockerung herangehen. Alles andere war aus unserer Sicht unverantwortlich und hat die Beteiligten vor Ort alleine gelassen. So, in der aktuellen Phase wird der Lockerer zwangsläufig wieder zum Lockdowner gezwungen. In Gütersloh hat den Ministerpräsidenten die Wirklichkeit eingeholt. Das Thema dieser Unterrichtung lautet ja eigentlich verantwortungsvolle Normalität gestalten. Aber nichts ist mehr normal in den Kreisen Gütersloh und Warendorf. Und verantwortungsvoll war das auch nicht. Und Herr Löttgen, ich habe nicht gesagt, wenn schon, dann zitieren Sie mich richtig. Es ist nichts gemacht worden. Ich habe gesagt, dass offenbar, sonst hätten wir ja das Desaster nicht, dass offenbar nicht die notwendigen und richtigen Konsequenzen aus dem Fall bei Westfleisch gezogen wurden. Oder sie wurden gezogen und am Ende nicht kontrolliert. Denn nach wie vor sind viele Fragen offen und wir haben ja gleich in der Aktuellen Stunde Gelegenheit, das da mal was zu hören. Welche Vorgaben wurden denn zu den Hygienestandards gemacht? Herr Laumann hat es doch im AGS angekündigt, dass hier Hygienestandards durch die Gesundheitsbehörden verordnet wurden. Wenn die alle eingehalten worden sind, wie konnte das denn passieren? Oder Ihre Ankündigung, Herr Laumann, im AGS, dass jetzt alle Mitarbeitenden in der Fleischbranche getestet werden. Herr Laschet hat uns eben bestätigt, dass Sie das ja gar nicht konnten, weil offenbar die Daten, die Adresse der Mitarbeitenden nicht vorlagen. Sind Sie denn nun alle getestet worden, vor allen Dingen von wem und wann? Das sind Fragen, die offen sind. Und vor allen Dingen die Frage, gab es tatsächlich Ausnahmeregelungen für den Fleischbetrieb Tönnies von Hygienestandards? Gab es hier als systemrelevantes Unternehmen hier Ausnahmen? All diese Fragen müssen geklärt werden, denn nur dann können wir diese Vorfälle auch wirklich transparent aufklären. Und Herr Ministerpräsident, es reicht nicht in dieser katastrophalen Situation im Kreis Gütersloh, wenn Sie hier das soziale Gewissen der CDU, Karl Josef Laumann, immer wieder nach vorne schicken. Der dann lautstark, und natürlich applaudiere ich da auch sehr gerne, Herr Laumann, lautstark gegen das System einer maximalen Ausbeutung in der Fleischindustrie poltert. Das ist meistens gut und richtig, was Sie sagen, Herr Laumann. Aber Sie müssen sich hier auch die Frage gefallen lassen, warum Sie sich in Ihrer eigenen Partei auf Bundesebene seit Jahren damit nicht durchsetzen können.
Meine Fraktion, nur ein Beispiel, bereits 2012 hat meine Fraktion im Bundestag genau dazu, zu den Dingen, die wir hier heute diskutieren, einen Antrag eingebracht. Wer hat ihn abgelehnt? Die CDU, das waren ihre Parteifreunde. Offenbar sind sie da der einsame Rufer in der Wüste. Und auch das kann dann nicht alles sein, wenn sie hier wirklich glaubwürdige Politik vertreten wollen. Und all diejenigen im Saal, und das regt mich in den letzten Tagen wirklich richtig auf. All diese Bescheidwisser, auch hier im Saal, die Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt, das hat man ja schon immer gewusst, jahrelang und das hier lautstark anprangern, zu Recht. Aber all diese großartigen Empörungsrhetoriker und Bescheidwisser haben jahrelang sowohl in der SPD wie auch in der CDU, in der Großen Koalition mit ihren Parteien alle Versuche, hier zu Verbesserungen zu kommen, dank einer effizienten Lobbyarbeit blockiert. Und bitte da etwas mehr selbstkritische Reflexion, anstatt hier laut polternd, ich habe es ja schon immer gewusst und jetzt muss da mal was passieren, rauszuhauen. Und besonders bei der CDU konnte man ja jetzt auch lesen, dass ihnen diese Lobbyarbeit sehr dankbar honoriert und bezahlt wurde. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht ist das jetzt wirklich ein Weckruf. Und vielleicht denkt auch die FDP noch mal ein bisschen selbstkritischer darüber nach. Denn in der letzten Plenardebatte haben Sie, Herr Pinkwart, hier noch verkündet, wegen diesen ein paar schwarzen Schafen in der Branche, da macht man doch nicht gleich das System der Werksverträge kaputt. Sie haben sich gegen die Abschaffung der Werksverträge hier ausgesprochen. Und ich erwarte da von Ihnen heute auch einmal eine Korrektur. Und ich hoffe, dass Sie da lernfähig sind. Und Herr Ministerpräsident, was vor allem gar nicht hilft, wenn man bei Problemen immer die Schuld bei anderen sucht. Auch das ein Muster Ihrer Regierungsarbeit. Immer dann, wenn kritisch nachgefragt wird, mutieren Sie zum Verantwortungsverschieber. Das empfinden Sie offenbar auch immer als persönliche Beleidigung und suchen sofort die Schuld. Das müssen ja irgendwie andere Schuld sein. Beispiel Virologen. Die Virologen waren bei Ihnen diejenigen, die da alle paar Tage die Meinung ändern würden und das irgendwie nicht richtig machen würden. Vielleicht haben Sie da auch Wissenschaft falsch verstanden. Oder die Kommunen. Bei Anne Will, Ihr Auftritt, dünnhäutig, reizbar. Als Sie kritisch auf das Chaos bei den Schulöffnungen angesprochen wurden, waren es die Kommunen, die jetzt die Probleme zu lösen hätten. Was haben Sie denn damit zu tun? Sie sind ja nur der Ministerpräsident dieses Landes. Und getoppt wurde das Ganze tatsächlich dann mit der Schuldzuweisung an Rumänen und Bulgaren. Gut, diese Situation, es wird einem ein Mikro unter die Nase gehalten zwischen Tür und Angel und da haut man mal einen raus. Ich unterstelle Ihnen keine Ressentiments, bei Weitem nicht, da bin ich gar nicht. Aber in solchen Momenten, bei dieser Katastrophe, die da im Kreis Gütersloh sich anbahnte, als erstes darauf zu kommen, dass die Mitarbeitenden das Virus eingeschleppt haben, das muss man erst mal schaffen. Das ist Delegation von Verantwortung und in dem Moment schon klar, dass das völlig, völlig abwegig war. Apropos Verantwortungsverschiebung, spätestens nach dem Beschluss der SPD- und CDU-Regierung in Berlin, der GroKo, können Sie, Herr Ministerpräsident, die Verantwortung für die Lösung der Altschuldenproblematik der NRW-Kommunen jetzt auch nicht mehr auf den Bund schieben. Dort hat man entschieden, es wird nun keinen Altschuldenfonds mit Unterstützung der Bundesebene geben. Das Problem, das Sie hier seit 2 Jahren mit Ihrer Ministerin Scharrenbach vor sich herschieben, das schon vor Corona hätte längst gelöst werden müssen, liegt auf dem Tisch. Und leider haben wir dazu heute wieder nichts gehört. Der Altschuldenfonds muss kommen, die Kommunen brauchen ihn. Der DGB hatte gestern mit zahlreichen Unterstützern vor Ihrer Staatskanzlei, vielleicht haben Sie mal aus dem Fenster geschaut, eine sehr eindrückliche Botschaft an Sie gesendet, hier einen Rettungsschirm aufzulegen. Und auch wir leider haben zum wiederholten Male dieses Thema hier in dieser Plenumswoche auf die Tagesordnung gesetzt. Und ich finde es beschämend, dass 3 Monate ist der Virus jetzt im Land, 3 Monate eigentlich auch schon länger vor der Krise, betteln die Kommunen um diesen Altschuldenfonds und stoßen auf geschlossene Türen in der Regierung Laschet. Verlierer
dieser Krise, die offenbar auch durch alle Raster fallen, sind die Solo-Selbstständigen. Wir haben heute irgendwas Diffuses gehört, dass man denen jetzt irgendwie helfen will. So, warum gehen Sie nicht zu und sagen, wir machen es wie in Baden-Württemberg? Da regieren Sie mit. Ministerpräsident Kretschmann hat ein super, das hab, ich habe nicht von Ihnen gehört, wir zahlen 1.180 Euro pro Monat für Lebenshaltungskosten, für die Kulturschaffenden, für die Solo-Selbstständigen in der Veranstaltungsbranche, die ja nun am meisten gebeutelt ist. Das ist das, was ich heute von Ihnen erwartet habe, dass Sie sagen. Es war sehr verschwurbelt. Herr Ministerpräsident, ich habe Ihnen gut zugehört. Aber das ist das, was die größte Lücke existenzbedrohend für viele derzeit ist. Und ich erwarte hier hoffentlich vielleicht in einer zweiten Runde da noch mal ein etwas klareres Wort. Und dann hätten Sie selbstverständlich auch ein ganz großes Lob von der Opposition verdient. Und das würden wir auch tun, wenn das endlich passiert. Herr Ministerpräsident, zum Schluss meiner Rede komme ich mal zum Anfang Ihrer Regierungszeit. Sie haben Maß und Mitte zum Leitmotiv Ihrer Regierung erklärt. Dieses Motto war uns angesichts von Klimakrise, Energiewende und all das, was an riesigen Verantwortung hier im Land vor uns liegt, war uns schon von Anfang an zu ambitionslos. Jetzt in der Bewältigung dieser Krise, bei diesem Hotspot, bei diesem Infektionsgeschehen in Gütersloh, das war ja nicht so, dass man sich da nicht hätte darauf vorbereiten können. Wir hatten es bei Westfleisch. Alle wussten, das sind hochsensible Bereiche. Das Motto Maß und Mitte ist in dieser Situation grob fahrlässig. Uns hat das Virus vor Augen geführt, dass es jederzeit wieder zuschlagen kann. Wir brauchen für diese besonders sensiblen Bereiche endlich eine vorausschauende, gute Teststrategie. Und Herr Laumann, es ist eben nicht nur die Fleischbranche. Herr Stamp, wir haben es in den Flüchtlingsunterkünften gehabt. Da hat man nicht so genau hingeschaut, offenbar. Aber wir brauchen auch da vorsorgende Reihentestung. Diese Teststrategie für die sensiblen Bereiche, die kam für die Schlachtindustrie zu spät und zu zögerlich, aber die brauchen wir auch für andere Bereiche. Und hier ist Maß und Mitte. Und wenn was passiert, dann gucken wir mal genauer hin. Eben fahrlässig. Diese Strategie hat und ist hier gescheitert. Taumeln, zaudern, zögern. Diese Zeit haben wir nicht mehr. Wir erwarten von Ihnen, handeln Sie endlich. Und zwar richtig, nicht nur, aber auch bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Quittung für das Missmanagement in der Fleischindustrie, wo viel zu viele viel zu lange zugeschaut haben, zahlen jetzt leider die Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf und leider auch mit ihrer Gesundheit. Und ich wünsche den bereits erkrankten Menschen dort von Herzen eine baldige Genesung und hoffentlich nicht so schwere Verläufe der Infektion und alle, die gerade vor Ort mal wieder in Gütersloh, in Warendorf, mal wieder ihr Bestes gehen, oft bis an ihre Grenzen und darüber hinaus, wie wir heute hören konnten, dann danke. Danke dafür, dass Sie diese Leistung bringen für die Menschen in unserem Land. Ich danke Ihnen von Herzen, Sie alle, die vor Ort gerade ihr Bestes geben, haben unser aller Unterstützung verdient. Vielen Dank.